the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Hä? Was ist da passiert? And this. Ein Brief und. Hä? Ist auch unsere Kerze? Ja. Warum ist die denn da? Bitte? Ja, lass uns mal gucken, was da im Brief steht. Lieber Finn, liebe Ella. Ja, was ist denn da? Hm? Was? Eine Moriwe. Was ist das denn? Was ist das denn, der Wichtel? Oh, so ein Quatschi. Ja, was ist das da, Herr Later? Wichtel, das ist mit dem Moor rüber ausgetauscht. Nee, du Wichtel. Das macht man nicht, ne? Dann müssen wir nochmal waschen erst, ne? Ja, also das ist Hode. Das ist Hode. Ja. So, Finn ist in der Schule, ne? Und Ella will auch immer gerne da bleiben. Ganz bald kannst du auch hier bleiben, Ella. Da kommst du in die Schule auch. Nee. Du willst auch in die Schule. Schnucki, wo läufst du hin? Wir müssen da hin. Ella. Guten Morgen. So. Oh, das war echt wieder ein bisschen stressig heute Morgen. Und vor allen Dingen, weil, was, Ella, hallo, pass auf, du. Hier sind auch ganz viele Hundekackerhaufen. Weil die Leute machen das hier auf dem Feld, glaube ich, nicht so weg. Komm hier, mein Schatzi. Genau, jetzt müssen wir erstmal zum Einkaufen. Der Papa ist krank. Der musste sich heute ein paar Mal übergeben in der Nacht. Und ich fühle mich auch schon so flau die ganze Zeit im Magen. Ich bin gespannt. Wir sind einkaufen. Was brauchen wir alles, Ella? Wir haben gar nicht mehr so viel Gemüse, ne? Vielleicht eine Paprika. Eine schöne Paprika. Und hier. Dahin? Ja. Da müssen die? Ja, passt du gut auf? Dann müssen wir da auch noch eine hin tun. Ach so, eine da. Ja. Ui, ja, mit deinem Handschuh, das ist ein bisschen doof, ne? So? Ja. Okay. Lecker. Jetzt kommt hier mal dieses weihnachtliche Obst. Ne? Zu den Feiertagen haben die immer super viel anderes Obst als sonst. Ja, das leuchtet da oben vor allen Dingen, ne? Ja, schick. Eine Kaki. Sollen wir mal eine Kaki nochmal mitnehmen? Und eine Mini-Ananas. Ja, die hat Äpfel voll in den Augen. Lustig, ne? Ja. Genau, jetzt hat Ella ein bisschen Brot abgestaubt. Jetzt müssen wir Weintrauben holen. Das ist nämlich immer ganz praktisch mitzugeben für den Kindergarten. Mal gucken, welche ganz hübsch aussehen. Die ganz dunklen, die waren auch manchmal super lecker. Die sehen auch lecker aus. Machen wir das, ne? Ja. Ja. So, Ella spielt jetzt mit der Taschenlampe vom Feen. Ja, solange der Bruder nicht da ist, dann kann man da mal mit spielen. Genau. Jagst du das Licht? Ja. Du jagst das Licht. Wo ist das Licht? Hier. Ja. Genau, ich räume jetzt alle Einkäufe aus. Ich kann so überlegen, so, haben wir überhaupt Eier? Na, ich nehme noch mal welche mit. Ich glaube, Mama hat das auch gleiche gedacht. Also ich glaube, dass hier noch ein paar drin sind. Oh Gott. Auch noch so viele. Meint mein Mann bestimmt auch. Wir haben jetzt genügend Eier. Müssen wir unbedingt was machen, aber ich wollte sowieso gleich Eier kochen, dass wir die schon mal für die nächsten Tage haben. Gekochte Eier essen die Kinder auch super gerne. Also, so ein Krimskrams hat noch meine allerliebste Milch. Wer mich noch nicht so lange verfolgt, wenn ihr Hafermilch haben wollt für einen Kaffee, die echt so schmeckt wie Kuhmilch oder auch für alles Mögliche, diese hier. Alpro Not Milk. Aber die volle Variante. Einige sagen so, ja, die andere ist besser, aber ich finde, die schmeckt echt so nach Milch und die ist so lecker. Und auch
Ja, eine richtig gute Kuhmilch-Alternative. So, erstmal Eier kochen. Wir haben hier so einen fancy Eierkocher. Also mein Mann mal besorgt. Der spricht nämlich mit einem, allerdings auf Englisch. Der erzählt dir, wann die Eier weich gekocht sind, mittelhart und hart. So, ich mache jetzt einfach alle. Zwei pro Tag, plus ich dann noch. Dann haben wir gut Eier fertig. So. Und dann sagt er, Eggs are now soft boiled. Eggs are now medium boiled. Eggs are now hard boiled. Das ist immer ganz lustig. Vielleicht finde es auch nur ich lustig. Jetzt müssen wir noch ein bisschen warten und in der Zeit kann ich hier das absolute Chaos mal wieder aufräumen. So, wir sind zu Hause. Jetzt packen wir den Adventskalender. Ja, nee, gestern war. Gestern durfte man Nummer 5. Okay, okay. Heute müssen wir die 7 suchen, Finn. Wo ist die 7? Nee, nur die 7. Die? Ja, genau. Und hilfst du Ella auch bei der 7? Nee, das war's. Wo ist Ella? 7? Da. Dann kommen wir mal nach unten. Okay. Ja, ihr dürft das auspacken. Klar. Ich weiß nicht, ob das so eine Überraschung für dich ist, Finn. Okay. Weil du hattest das eine schon gesehen. Bei Mama im Büro. Pack mal aus. Ach, du meinst, ich schaff's das. Mach auf, reiß auf. Ist schwer eingepackt. Ist dort eingepackt? Nee. Geht? Ja. Genau, musst du ein bisschen Arbeit dran machen. Da sind die, ja. Da hattest du nämlich schon einen entdeckt, den ich eigentlich verstecken wollte. Was hast du da drin? Ein Igel! Und Ella? Ein Fuchs! Oh, wie süß, oder? Zeig mal. Schüttel die mal. Du nimmst so kleine Quiegelchen. Und dann schneidet es. Wow, wie hübsch. Der Igel ist voll Gold. Guck mal, Ella, dann kannst du so schütteln. Der Kuh will jaut, Mama. Oh, wir trinken jetzt ein bisschen Saft. Der Rotbäckchensaft vom gestrigen Adventskalender. Und Finn hat vorhin schon so süß gesagt, so ein Saft von früher. Ne, weil das so alt aussieht. Genau. So den Frühjahrsaft wollen wir gleich noch trinken, meinte Finn gerade. Genau, es gibt eine kleine Saft- und Kekspause. Stärkung. Oh ja, hast du gekleckert? Ja. Warte mal. Okay, mein Schatz, bitteschön. Genau. Okay. Genau. Du darfst auch noch was von haben, klar. Ich habe auch immer sehr hoch getrunken. Du kannst es ganz alleine abmachen. Anders. Nicht genau. Noch viele. Nee, kleckern, Phil. Nee, da weht sie. Und wenn man kleckert, kann man es wieder aufwischen. Ne? Ja. Genau. Ich krieg dann Papa. Du kannst das schon. Du auch das dein Bildschirm. Das ist eine gute Idee. Da kann ich doch Gäste machen. Mhm. Und dann krieg ich auch nicht so. Genau, so. Du bewahrst dir gerne immer Dinge auf, ne? Für später noch. Ja. Ja. So, wir sind jetzt zu Hause. Jetzt haben wir noch. Passt. Nee. Drei Stunden? Gute 2 Stunden Zeit, 2,5 Stunden Zeit, bevor wir dann wieder los müssen zu Finns Athletik. Ja. Zum Turnen. Da geht's. Das ist eine schöne Zeit. Ich habe es gerade eben schon gezeigt, genau. Und ich fand das mit den. Warte, Finn will was zeigen. So, mit dem. Ja, genau. So, der Nikolaus ist da drauf. Genau, der Nikolaus kam nämlich letzte Woche am Freitag, ja, auch habe ich mir schon mal erzählt. Sinterklaas, ja. In Finns Schule. Und habe ich dann erzählt, er hatte dann so einen großen, riesigen Spekulatius-Keks bekommen. Da ist er, hat er den ganzen Tag gewartet, bis ich ihn abgeholt habe von der Nachbetreuung, um mir den zu zeigen.
Okay, ich bin gerade so, die haben es nicht den ganzen Tag gehabt, aber als sie nach Hause gingen, dann haben die Kinder das mitbekommen und die meisten haben es halt sofort gegessen oder auch in der Nachbetreuung meinte die Erzieherin dann, dass eigentlich alle Kinder das gegessen haben, aber er wollte mir das unbedingt zeigen, diesen ganzen Keks. Und dann war er so aufgeregt, ich so, guck mal, Mama. Und echt die Sekunde, nachdem er mir das gezeigt hat, war so, ham, hat er da angefangen, es auch zu essen. Aber hat er ja noch, ich habe es glaube ich erzählt, ne? Hat er ja so zwei große Stücke, ja, der Weihnachtsbaum, hat er zwei große Stücke für alle aufbewahrt und einen noch für nächsten Tag. Und da mache ich Gretchen, weil wir haben andere Stücke. Schon mal die Erzieherin auch. Ich will nur, ob das andere Stück ist. Wo das andere Stück war, das hattest du gar nicht auch vergessen, ne? Ich glaube, es war matschig geworden oder so. Der Weihnachtsbaum, der ist noch da, die Lichter. Das können wir heute Abend anmachen, ne? Zum Abendessen machen wir den Weihnachtsbaum wieder an. Ja, wir haben sie übrigens so früh aufgestellt, einfach weil wir da Lust drauf hatten, weil warum muss man sich an Regeln halten? Es sind sowieso immer überall andere Regeln, dass wir da nicht dran mitmachen an diesen Regeln. So, man darf ihn aber erst dann aufstellen. Und es ist ja auch kein echter Weihnachtsbaum. Das ist übrigens ein Weihnachtsbaum von meiner Arbeit. Der sollte mir eigentlich weggeschmissen werden. Genau, so ein Plastik. Der sollte eigentlich weggeschmissen werden auf meine Arbeit. Und dann meinte ich letztes Mal so, nein, stopp. Wir nehmen ihn super gerne nach Hause. Einfach, da haben wir hier immer einen. Und da wir über Weihnachten ja auch gar nicht hier sein werden, wollte ich halt jetzt einen aufgebaut haben, weil es einfach so schön ist. Genau. Und der sieht auch ganz okay aus. Also es sieht gar nicht so plastikmäßig aus wie so manche. Die Kinder freuen sich total. Und das ist doch die Hauptsache. Deswegen machen wir das einfach, damit man sich selber so dieses heimliche, schöne, gemütliche nach Hause holt. Genau. Und das ist es auf alle Fälle. Ne? Der sieht schön gemütlich aus, der Weihnachtsbaum. Das macht so ein richtig schönes Gefühl. Ich bereite jetzt schon mal schnell Abendessen vor. Es ist zwar erst kurz vor 2, aber wenn wir nach Hause kommen, ist es schon 5:45, 6 Uhr. Das dauert ja immer so lange. Die Zeit ist ein bisschen doof. Also ich finde Tour das super gerne. Das, was doof ist, dass ich da so Viertelstunde hinfahre und dass sich das dann nicht so lohnt, wieder hin und zurück zu fahren mit Ella. Es dauert 1,5 Stunden, das heißt also eine halbe Stunde wäre da schon weg. Das ist halt auch super viel Fahrerei. Aber also eventuell können wir bei einer Freundin dann von mir zurecht, weil ihr Sohn ist da auch und ist auch eine deutsche Freundin. Und die wohnen halt echt nur 5 Minuten davon da entfernt. Insofern vielleicht könnte ich das nochmal mit ihr absprechen. Mal schauen. Aber es fängt um 4 Uhr an und geht halt bis 5:30 und das ist halt so ein bisschen doofe Zeit, weil die Kinder sind müde, hat einen langen Tag echt dann und eigentlich ist dann um 6 Uhr schon das Allerspäteste, wo es Abendessen sein müsste. Und wenn ich da halt noch anfangen müsste, dann wäre es zu spät, deswegen machen wir das jetzt. Es gibt noch so ein letztes HelloFresh-Rezept von dieser Woche. Wenn wir überlegen, haben wir da schon alle 3 Rezepte durch? Ja krass, und morgen bin ich auf der Arbeit. Und eigentlich waren die dafür gedacht, für die Tage, wo ich arbeite, dass es da ein bisschen schneller geht. Aber das geht sowieso 35 Minuten, das wäre sogar schon zu lang für die Arbeit. Insofern glaube ich, gibt es morgen einfach nur Nudeln, wird der dann. Das ist ja das Tolle beim täglichen Vlog. Genau, es gibt jetzt Fisch mit gebackenen Kartoffeln und einen Salat. Dann kann ich schon mal die Kartoffeln vorbereiten, dass ich die nachher einfach nur anwärmen muss. Und den Salat kann ich auch schon vorbereiten. Wofür sind eigentlich die... Hier sind noch Zucchini mit drin. Hier, kurz mal überlegen. Ach, die sind für den Salat. Genau, dann kann ich nämlich nachher einfach nur den Fisch anbraten und dann, das geht ja schnell. Die Kartoffeln sind soweit fertig. Die müssen wir nachher noch erwärmen wieder. In die Kamera hier beschlagen. Na? So. Und eigentlich sollte man die Zucchini in so Streifen schneiden, so halbmünde. Aber ich habe da jetzt Zucchini-Spaghetti draus gemacht. Ich dachte mir, vielleicht wäre das für die Kinder lustiger zu essen und ging auch schneller, als jetzt wirklich alles zu schneiden. Das nur ganz kurz angebraten werden einmal, dann kann ich mich auch schon abkühlen dann in der Pfanne. Und das kommt dann eigentlich zum Salat hinzu. So, ihr Lieben, wir sind jetzt bei der Turnstunde und ich bin mit Ella draußen. Wir waren vorhin noch bei der Apotheke, weil sie immer so einen krassen Ausschlag wieder bekommen hat. Weil sie noch baden, habe ich sie eingecremt und hoffe, dass es besser ist. War nur sehr schwierig, sie aus der Badewanne rauszuholen, um dann rechtzeitig loszugehen. Das hat mir auch total leid, das ist immer so, das ist, ne, so doof. Sie hatte da gerade super viel Spaß dran
Und wäre eigentlich noch ganz gut gewesen für ihre Haut, aber wir mussten echt los und dann. Solche Sachen sind immer super anstrengend. Willst du lieber reingehen, Ella? Ja, sollen wir drin spielen? Okay. Wir warten jetzt drin, bis Finn fertig ist. Ja, eine Stunde haben wir hier noch. Das ist immer so ein bisschen doof. Das nächste Mal, glaube ich, fahren wir irgendwie nach Hause oder ich frage, ob wir irgendwo anders mit hin können oder wir gehen dann einkaufen oder sowas, obwohl es für Ella halt immer so doof ist, dann hin und zurück und hin und rein und raus aus dem Auto oder aus dem Fahrrad. Naja, mal gucken. Guten Abend, meine Lieben. Oh Gott, soll ich euch mal verraten, wie spät es jetzt ist. Es ist 23:45, kurz vor Mitternacht. Ich habe mich gerade ein bisschen noch, ein bisschen Lippenstift für mich aufgemacht, weil ich ansonsten echt tot und müde aussehe. Und das bin ich auch. Aber ich wollte euch noch unbedingt was zeigen und ich war jetzt echt die letzte Stunde, anderthalb Stunden, am Suchen nach etwas, was ich euch vorstellen wollte noch einmal. Und ich finde es einfach nicht. Oh mein Gott. Und es sollte eigentlich schon lange online gekommen sein. Deswegen zeige ich euch das jetzt, weil es um Hey Happiness geht. Mein allerliebsten Schmuck, den ich ja wirklich täglich trage. Das hier ist so meins der Lieblingssets mit diesen Sternen und Blitzen und Monden. Und ich habe ja auch immer hier meine Sternenohrringe drin. Und ich liebe diesen Schmuck. Und ich durfte mir jetzt was Neues davon aussuchen, was ich auch so toll fand, aber die Kinder hatten das dann in der Hand. Ich dachte so, ah, ich muss es noch da aufbewahren, dass ich das zeigen kann. Und die Kinder haben dann das, wollten das nehmen. Ich habe das irgendwo weggelegt und ich habe echt ungelogen das ganze Haus in den letzten anderthalb, zwei Stunden durchgesucht und ich finde es nicht. Wenn ich es finde, dann zeige ich euch es natürlich in den nächsten Vlogs. Aber ihr wisst ja, dass ich riesengroßer Fan von der Firma Hey Happiness bin. Die haben auch kompletten Goldschmuck jetzt mittlerweile. Aber das meiste, was sie haben, ist Edelstahlschmuck, was dann mit echt Gold vergoldet wurde. Mit Roségold, richtig echt Gold oder halt auch einfach ein Silberschmuck. Und dadurch ist es halt viel günstiger als jetzt so komplett goldene Stücke. Von der Qualität her muss ich aber sagen, echt komplett gleich eigentlich, weil das echt richtig toll ist. Also ich nehme meinen Schmuck nie ab zum Duschen. Ich gehe damit ins Schwimmbad, überall hin. Ich creme mich ja täglich ein mit der Creme. Das können nämlich bei sonst manchen anderen echt total verfärben. Ich liebe das und die haben so schöne Designs. Schaut euch das mal an. Mit jedem verkauften Schmuckstück pflanzen sie auch einen Baum. Und jetzt gerade zur Weihnachtszeit bis zum 25. Dezember, schaut auf alle Fälle auch in der Infobox nach, gibt es 15% ab einem Bestellwert von 39 Euro. Also könnt ihr das sparen, echt nochmal mega, viel mehr als sonst. Und ab einem Bestellwert von 39 Euro spart ihr 15% plus bekommt ihr ein Geschenk gratis mit dazu. Ab einem Bestellwert von 69 Euro bekommt ihr zwei Schmucke gratis dazu. Und muss ich mal nachgucken, ob 100 noch was Euro sind es drei gratis Schmuckstücke. Schaut in der Infobox vorbei mit meinem Code HelloCutty. Alles verlinkt. Schaut da vorbei, ist ein richtig, richtig tolles Weihnachtsgeschenk noch für eure Freundin, für euch selber, für eure Mama, Schwägerin, wer auch immer. Tante, ne? Das ist eine richtig tolle Empfehlung. Ich mag die Schmuckstücke sehr. Ich habe ja auch schon einige davon. Ich habe mal so ein paar jetzt hier zum Zeigen. Ich habe noch viel mehr. Die haben so schöne, auch verschiedene Sachen. Ich habe vieles in Roségold, aber auch Gelbgold vergoldet. Die haben auch echte Perlen und mit Zirkoniasteinchen, Ringe, Ohrringe. Sie haben ganz, ganz viele. Ich bin ja eher sowas für das Filigrane. Die haben aber auch sowas Statement-Ketten. Und ich mag das einfach total gerne. Die haben so schöne Sachen. Und das Set, was ich mir jetzt bestellt hatte, war wieder so von My Happiness Keepsake. So schöne Bedeutung dahinter. Das hatte ich mir ja auch schon mal bestellt. Das mit dem Steinchen und mit dem, ne, dass sie das auch eine andere Bedeutung hatte. Und jetzt habe ich noch einen anderen Stein mir ausgesucht mit einem Buchstaben. Gibt nämlich auch alle Buchstaben, die mit Zirkonersteinchen von ja, A bis Z könnt ihr, ne, wenn ihr irgendwie einen besonderen Namen habt, dann könnt ihr das auswählen.
Und davon, das, ja, weiß ich nicht, B für Bert, wenn ihr euren Freund habt zum Beispiel, ne, wie auch immer, oder für eure Kinder könnt ihr dann die Steinchen, die Zahlen, Buchstaben, nicht Zahlen, die Buchstaben, Anhänger daran machen, was ich auch so schön finde. Eine ganz große Empfehlung, wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat, dann schaut da unbedingt mal in der Infobox vorbei. Ich muss hier sowieso noch aufräumen die nächsten Tage. Ein großes Ziel vor Weihnachten noch, weil ne, es muss passieren. Und dann wird mir garantiert das Schächtelchen wieder in die Hände fallen. Dann zeige ich euch das auch nochmal, weil das auch nochmal wieder was anderes ist und was richtig Schönes. Genau, aber dass ihr das jetzt schon mal habt, den Code auch, dass ich das jetzt mal raushauen konnte. Jetzt mache ich mir ein Schneiden. Es ist fast Mitternacht. Der Vlog wird nicht mehr auf diesen, also um heute, online kommen, dafür irgendwann in der Nacht. Ne? Vielleicht sind ja einige Nachteulen. Ich weiß, dass einige Stillmamas mir nämlich auch immer nachts zuschauen. Deswegen, wenn ihr noch in der Nacht wach seid jetzt, ich denke an euch. Ich werde garantiert auch noch mal ein oder zweimal wach gemacht werden von Ella. Genau, wir halten zusammen, wir Mamas. Ich denke an euch, ich grüße euch ganz besonders, an alle anderen wünsche ich morgen einen schönen Donnerstag oder wann ihr das auch immer seht, eine schöne, besinnliche Weihnachtsvorzeit. Ich mache mich jetzt ganz schnell ins Vlog schneiden, muss mich dann noch duschen, muss noch die Kindersachen für morgen vorbereiten, also Brotdosen haben wir alles, aber ich will die Klamotten halt immer schon, die Kleidung, die wir morgen tragen, alle schon fertig haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag, meine Lieben. Gute Nacht und bis morgen.